nach unten genau dort, wo ich dachte, dass wir hinkommen, nur viel weiter nördlich. Jetzt ist nämlich... Ich glaube, ich würde... Keine Ahnung, gucken wir doch hier einfach erstmal, hauen wir erstmal alles platt. Weil der Stern natürlich in die andere Richtung war. Ja, ja, gehen wir jetzt dafür. Und das Lager ja auch noch nachher. Da sind wir aber gleich da. Zumindest an irgendwas. Ja, hier ist die Schmiede der Gesetzlosen. Achso, müssen wir kaputt. Ah, ich habe gedacht, das wären Schmiede, die wir töten müssten, aber es sind Schmieden, die wir töten. Hier sind auch noch Typen, mit denen man reden kann. NPC ist im Gespräch mit einem anderen Spieler. Ja, du kannst dich aber entscheiden. Gesetzlose, ich glaube, wir sollten die töten, denen. Ne? Helfen denen? Der ist hier von den bösen Typen eingesperrt worden, oder? Das ist ja frei. Hast du freigelassen? Glaub schon, ja. Also, er steht immer noch da, aber ich habe gesagt, dass ich nichts tue. Ja. Links ist Boris. Ja. Nicht Carlo. Stirb schon. Oh, das ist Level 27. Hätte ich mir vorher auch gehört. That skill's not ready. Ja, also ein Feuer ist eine ganz schlechte Idee. Das wäre mein Feuer. That skill's not ready. Soll ich dann bitten, dass der auch auf einmal Feuer hat? Los, Pocken, Schwächen, Rabe, Höllenhund. Sind wie Hexer in WoW, die auch jede Fähigkeit immer kommentieren, was sie machen. Hat zumindest Barlow gesagt. Ja, dann muss das ja stimmen. Hier gibt's nichts. Also in dem Land. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt gar nicht diesen Minenweg gehen müssen. Aber gut. Ich würde aber glaube ich. Ach, wie kommt man denn dann da hin? Ich glaube rechts ist nichts mehr. Oder. Hier ist Talker aber aufschließen, das ist okay. Aber hier. Ja, dann lass mal eben einmal kurz hier unten die Gegend erkunden. Bisschen. That skill's not ready. Auch trotz des neuen großen Inventars muss ich wahrscheinlich demnächst eh mal wieder in irgendein Lager zurück. Demnächst. Ja, jetzt sind wir eh schon da und eine. Nee. Ach, das ist ja noch immer für mich die Dingsquest. Brauche ja noch mehr Gelee. Hier ist aber ein Händler, dann ist das gut. Genau. Dann schauen wir mal hier in die Taschen wieder. Ah ja, es wird bei mir auch langsam wieder voll. Nee. Benutzt du Pistolen? Zweihand-Pistolen. Ich schmeiß mal was hin. Ich kann dir alles nicht anziehen, das ist echt ärgerlich. Hab dir da mal was Blaues hingeschmissen? Ja, schau ich gleich, ja, danke. Was ist das? Feuerschaden, Feuerschaden. Ne, ich bleib mal auf dem magischen.
Ich schmeiß da auch mal eine Waffe hin. Come see what's left of my wares. So, hier hatte ich glaube ich auch schon teilweise so durchgeschaut. See you around. So, schaue ich mir erstmal an, was du mir gegeben hast. Oh ja, die Waffe nehme ich. Ah, ist doch gut. Und den, warte mal, töte ich mit einer Pistole. Für zwei Fernkampf. Ah, okay. Das andere wäre toll, wenn ich zwei Fernkampfwaffen nutzen würde. Ich schaue gerade Raffinesse. Nee, das schmeiße ich dir wieder hin. Okay, ja, kannst du dir kaufen. Ja, liegt jetzt wieder auf dem Boden. Hier haben wir noch einen 18. Ring. Ich glaube, wir müssen in das Lager, aus dem wir gerade kamen. Müssen wir hoch und wahrscheinlich da oben einfach gucken. Wahrscheinlich kann man da irgendwie so ganz außen rumlaufen oder so. Weil na, jetzt würde ich erstmal weiter nach Norden, ne? Ja, genau. Ja. Genau, dieses Tor, das haben wir jetzt ja geöffnet. Ja, mit ganz viel Gefühl. Ja, so viel wie wir aufbringen können. Okay, Frankie, das Messer ist immer noch da. Er fühlt sich da scheinbar ganz wohl. Ja. Wieder ein Tor geöffnet. Wir könnten Schlüsselunternehmen machen. Schlüsseldienst. Ja, ja. Das ist ja eher. Ja, doch, das ist Schlüssel. Ja, Schlüsselnotdienst, ne? Was du vergessen hast, ne? Da war noch. Also, wir machen die Tür auf, wie man sie danach wieder zumacht. Das ist dann einfach. Wir haben auch wahnsinnig teure Schlösser im Angebot. Und Dynamit sammle ich hier wieder ein. Da haben wir jetzt, glaube ich, wieder zwei in Reserve. Und natürlich machen wir die Schmiede kaputt. Ne, ich habe jetzt kein Dynamit mehr. Ja, ist aber nicht schlimm. Ich habe ja noch zwei. Den kann ich nicht treffen, der ist gerade verbuggt. Kann ich mit dem Elf? Ne, das war der andere. Kannst du ihn von oben pushen? Ja. Ich laufe eben. Ich hab die Tür doch aufgemacht. Ja, aber ich laufe trotzdem eben hoch. Achso, okay. Ja, und ich stehe hier ganz bequem rum. Das ist sonst irgendwie total nervig. Wenn er die ganze Zeit. Ist der Stern? Ja, das ist wahrscheinlich die große Schmiede. Das ist doch die Schmiede. Und wir haben hier. Und. Lila ist der heute. Aber es ist nur Level 25. Musst du trotzdem. Ja, ich muss auch einen Heiltrank benutzen. Ich stand gerade irgendwie glaube ich wieder ungünstig in irgendeinem Feuer drin. So, weg. So. So, damit haben wir auch schon mal eine unserer Quests fertig. Wir haben hier allerdings. Also, ich würde sagen, wir. Jetzt sind natürlich weiter. That skill's not ready. Zerstörung. Ist gut. Ja, also ich glaube, diese Frontline-Leute, die mögen uns bald nicht mehr richtig. Bald? Das sind ja bisher alles nur Missverständnisse. Dass wir deren Schmieden kaputt machen, ist ein Missverständnis. 10 Sterne. Ja, genau, das dürfte jetzt Darius Conley oder der Eingang zu seinem Versteck, ja.
Ich würde hier vorne mir aber erstmal alles angucken. Vor allem eventuell auch im Süden, weil eventuell kann man dort irgendwas machen, dass man sonst dort nach unten und wieder hochfahren kann. Ja, ja, fahren. Ja, ja, fahren, weil das, wir sind hier gerade höher, als wir da unten waren. Ja, fahren hört sich an wie Brumm Brumm. Achso, ja. Nicht mit der Eisenbahn und so. Da war noch eine Schmiede. Da gab es wahrscheinlich mehr als die drei nötigen. Ja, das kann sein. Ah. Gibt's hier, in Van Helsing gab es immer Aufzüge, aber ich ja. glaube, hatten wir das nicht schon von unten einmal gesehen? Ja, aber hätte sein können, dass hier oben irgendwas war, um die zu reparieren oder so. Oh, super. So. Das ist aber auch nur 25. Ja. Ach, da oben sind auch noch ein paar Jungs. Sind die alles immer Männer? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube auch. Oder irgendwas war da. Guck mal da irgendwie, ja. Ich warte noch mal. Was zum Plündern. Für mich, bevor wir in die Höhle gehen, lass mal eben hier. Weil das kann ja gar nicht mehr allzu viel hier sein, was hier noch ist, weil. Naja, doch, stimmt. Ja, der Platz hier war eigentlich. So, oh, dann geht es wieder mal in die Mine. Ja. Cronleys Versteck. Gut, auf jeden Fall eine der anderen. Wenn die normalen Gegner schon 25 sind, dann bin ich mal gespannt. Welches Level? Ich würde eventuell auch gleich einmal kurz durch das Rift gehen, um die andere Quest abzugeben, wenn wir. Also Rift in. Old Arcovia. Ja. War das Old Arcovia? Ja. Wenigstens einer, der weiß, wie es geht. Höllenhunde hast du, ne? Ich habe einen Höllenhund, ja. Schmeiß dir mal was hin. Oh, mal schauen. Was ist das wieder für ein Plunder? Ist nett, aber da ich eine Zweihandwaffe nehme, habe ich keine Nebenhand. Ja, dann verkauf's. Klickt okay. Schon wieder auf den Boden. Ja, ich give you a good price on what I've got left. Hab ich's verkauft. Come see what's left of my wares. Warte mal, das Amulett, das du mir mal irgendwann gegeben hattest. Das kann ich jetzt auch anlegen. So, dann wieder reingesprungen. Und Rift in Quornblade versteckt. Das ist ja ein Privatrift. Wie? Ein Privatrift? Achso, ja. Weil er das eins in seinem Versteck hat, ja. Ja, ja, aber ich meine, das hatten wir ja schon mal. War das nicht auch so vor dem ersten Boss oben, dass er auch irgendwie im Hand und vor auch nochmal so ein eigenes Rift kurz vorher war? Echt? Ja, ich glaube schon. Hinten ist auf jeden Fall auch wieder ein Schrein, ein Zerstörter. Mal schauen, was wir diesmal brauchen. Hoffentlich ist wieder ein gefrorenes Herz. Oben ist noch. Ja, das bin ich nur der Vollständigkeit halber hin.
glaube, ich will zuerst Richtung Schrein und der würde. Ja, genau, hier runter. Ah, wir haben gegeneinander gekämpft, ne? Ich meine, jetzt abwarten können, wenn wir den erinnern und den dann töten. Aber gut, das so. Das macht er nicht. Ist ja auch nie in anderen Spielen, dass wir erstmal zuschauen, wer gewinnt und dann den Gewinner bekämpfen. Oh, ich muss noch einen Schrat haben. So breit war wieder die Pocken. Ah, ich sehe auch gerade, man hätte da vorne gleich mal schon runtergehen können, aber ist egal. Ah, da ist mal. Na, ich hätte sonst auch mal eins gelassen, aber okay. Warte, ich habe das Dynamit aufgenommen. Okay, dann können das anscheinend mehrere mitnehmen. Glaube ich zumindest. Obwohl, nee, es wird mir nicht angezeigt. Ach doch! Im anderen Fach. Also, ich habe zwei Dynamit. Dann ist ja gut. Gucken, ja, aber nee, hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir doch runter zum Schrein und krabbeln den an. Hier vorne geht's. Hier ist noch mal mehr Dynamit für mich. Mann. Na, für mich nicht. Jetzt könnte ich, glaube ich, mittlerweile schon die Quest abgeben, die wir damals hatten mit 3 oder 4. Ja. Ja, dafür habe ich alles. Das ist gut. Dann dürfte das nämlich jetzt sogar der Devotationspunkt sein, mit dem ich die Fledermaus vervollständige. Und das gibt mir mehr Chaos und mehr Übernatürlichkeit. Natürlich. Oh, warte mal. Weise deine himmlischen Kräfte einer Fähigkeit zu. Klicke dazu auf das Symbol und wähle aus der Liste aus. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, Sachen verbessern. Achso, muss ich jetzt. Aber das, ich habe noch nicht ganz verstanden, was das ist. Oh. Was ich da jetzt mache. Oder was dabei besser wird. Ich hab's jetzt einfach mal. Ja, ich hab's irgendwo draufgelegt. Schauen wir den Bacon zu, der anscheinend noch genauer schaut. So, alles gut. Dann. So, gucken wir uns den Rest der Höhle an. Jawohl. Wir sind ja hergekommen, um Darius Cromley zu töten. Und das ist korrekt. Ich gehe nochmal kurz hier links, nicht, dass da noch irgendwas lang ging. Ne, da waren wir, da kamen wir her. Ja, okay, war auf der Karte nicht so genau. Ach, hier von oben beschließen die mich. That skill's not ready. Ja, viel fehlt mir auch nicht mehr bis 25. Und so ein. Ja. Ja, so ein klein bisschen nehme ich ja anscheinend hinterher. Naja, also ist jetzt auch nicht, dass ich schon 25 bin, ne? Nee, aber.